Aprikosentorte mit Lauerpanne Creme 1, den Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 16 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Den Boden davon mit Backpapier auslegen. Für die Creme die Aprikosen in einem Sieb abtropfen lassen. 2. Für die Biskuitmasse die Eier mit Salz ca. 2 Minuten aufschlagen. Dann den Zucker langsam einrieseln lassen, weiter schlagen bis die Masse weißcremig wird und der Zucker vollständig gelöst ist. Mehlstärke und Backpulver mischen. Auf die Eiercreme sieben und vorsichtig unterheben. Den Teig in die Cremeform füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, ca. 30 Minuten backen. Herausnehmen, 1 kleine Dose Aprikosen aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Klammer auf 250 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 5 Blatt weiße Gelatine, 3 für die Creme die Aprikosenhälften sehr klein würfeln, 2 bis 3 Aprikosenhälften, 300 Gramm Mascarpone beiseite legen, die Gelatine nach Packungsanweisung einweichen und auflösen. 30 Hog Joghurt Natur Mascarpone Joghurt und Zucker, glatt verrühren. 1 bis 2 Esslöffel der Creme mit der auf 75 Gramm Zucker gelösten Gelatine verrühren, die Mischung dann unter die übrige Creme rühren. Den Boden zweimal waagerecht durchschneiden. Die Hälfte der Aprikosenwürfel auf den unteren Boden verteilen, ein Drittel der Creme darauf streichen. Den zweiten Boden darauf legen, leicht andrücken, die übrigen Aprikosenwürfel und ein weiteres Drittel Creme darauf verteilen. Den dritten Boden auffegen, leicht andrücken und mit der übrigen Creme bestreichen. Die Tode etwa 3 tun den kalt stellen. 5 die beiseite gelegten Aprikosenhälften in schmale Spalten schneiden und die Torte damit verzieren.